Ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Ausgabe Let's Play World of Warships. Und dabei handelt es sich heute um das Thema Fuso Tier 6 Schlachtschiff der Japaner. Und der Baidelarus, den wir hier schon häufiger gesehen haben, hat mir mal wieder ein Replay zukommen lassen. Wer das ebenfalls machen will, unten in der Kanalbeschreibung findet ihr genau wie und wohin damit. Jetzt aber erstmal auf die Action Richtung New Mexico. Die ersten Granaten sind schon auf dem Weg für 3.366 Schaden. Ja, das war so ein kleiner Begrüßungshit, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sehr interessantes Ziel schon damit der Bogue. Mal schauen, ob die Granaten über die Insel rüber zirkeln, aber die schauen gut aus. Und jetzt nur noch treffen, ein bisschen weiter links vielleicht, aber gucken wir mal. Oh, da ist schon die Zitadelle, zwei Stück sogar. 22.000 Schaden, so ist das fein. Mal schauen, ob er uns mit so einer Salve gleich nochmal belohnt. Aber die Grabspee ist dazu langsam, beziehungsweise langsamer als er erwartet und dementsprechend leider No-Hit. Und jetzt vielleicht mal noch die König da ein bisschen erwischen. Aber die gehen leider vorher ins Wasser. Die Wars bei einem eher ungünstigen Winkel für AP. Natürlich nimmt er sie jetzt einfach trotzdem mal die Schüsse mal mit, weil besser als gar nichts. Ja, 7000 Damage waren es dann doch. Also, der war jetzt gar nicht so verkehrt für... Eigentlich gar nicht so geil. Auch nochmal 6700... Also die Warspite, dafür, dass sie eigentlich ein gut gepanzertes Schiff ist, hat das hier immer ganz gut hinbekommen, da mit dem Schaden. Jetzt vielleicht nochmal die Graf Spee. Die schauen auf jeden Fall besser aus als zuvor. Ja! 25.800. Die haben de facto besser ausgesehen als zuvor. So, hier auf den ganz nahen Kampf gegen die Okotnik muss er natürlich jetzt richtig Gas geben und auch die Torpedos aufpassen, denn nicht mal 3 Kilometer ist sehr, sehr, sehr nah.
Nur eine Frage der Zeit, bis die Torps da auftauchen. Aber genau da hat er perfekt dem Ganzen... Oh, aber schaut mal her. Der hat auch gut den Fächer gelegt, die Okotnik. Also ein paar Torps, oder beziehungsweise einen muss er da leider fressen. Aber das war für die Anzahl der Torps immer noch sehr, sehr gut. Und jetzt kann er sie wegmachen und macht das auch. Sehr schön gemacht. Und... da hat die Okotnik nicht die Hausaufgaben gemacht, weil da muss man ganz ehrlich sagen, auf die Distanz hätte da viel mehr rumsen müssen. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Sehr schöner Treffer. Jetzt hier nochmal auf die Graf Spee. Und mit lediglich 155 HP sollte der Drops dafür gleich gelutscht sein. Und jetzt sollte er sie da wegmachen. Ja, die waren noch ein bisschen daneben. Er tastet sich gerade so ein wenig ran. Drüber, drunter. Aber die schaut gut aus. Komm. Auch noch nicht. Jetzt mit der letzten Salve. Immer noch nicht. Gibt's ja nicht. Sie kann sich jetzt mittlerweile auch wieder gegen heilen. Da lässt er ihr noch ein bisschen Hoffnung, sage ich mal. Eigentlich fies, aber ja. Aktuell erholt sich die Kraft später wieder ein wenig. Schon wieder bei knapp 4700 Hitpoints. Jetzt komplett alles raus, was geht. Ja, und jetzt hat er sie da weggemacht. Da hat er das Frack, das es eigentlich schon war, noch ein bisschen tuckern lassen. Und damit steht es jetzt wieder 5 Vernichtungen auf seinem Team oder bei seinem Team und 4 beim Gegner. Allerdings hat der Gegner mehr als das Doppelte an, ich wollte gerade sagen, mehr als das Doppelte, aber jetzt hat sich gerade ein bisschen wieder zurückgedreht, denn die Tickets konnten ein wenig reduziert werden durch die letzte Vernichtung, aber der Gegner hat immer noch 2 der 3 Caps in seiner Hand und das ist natürlich Langzeit auch nicht wirklich schön. Da muss er auf jeden Fall jetzt hier mal schnell schauen, dass irgendwie entweder noch ein Cap eingenommen wird oder natürlich, dass man das ein oder andere Schiff noch wegnimmt. Schiffsmäßig sind wir jetzt gleich 6 gegen 6, wobei sein Team noch 2 Flugzeugträger hat, das gegnerische Team nur noch einen. Das kann vielleicht der kleine, aber feine Vorteil sein. Er will jetzt auf die Warspite gehen, die ganze 26 Kilometer weg ist. Das ist schon ein Haufen Holz. Aber... oh, für die Distanz, da hätte ich jetzt echt gedacht, da könnte was passieren. Hier jetzt mal mit 10 Kilometer eine Distanz, die deutlich besser überbrückbar ist. Der Aufklärer ist jetzt beendet. Aber der Gegner kommt da immer näher ran. Von den Schiffen liegen sie ja jetzt auch
aktuell sogar 1 in Führung, aber die Ticket weiter erbarmungslos am Ticken. Jetzt wird es hier gleich zum Schlagabtausch kommen. Einschlag bestätigt. Jetzt wird es hier richtig interessant. Zwei Schlachtschiffe aufeinanderfahren. Da kommen die dicken Kanonen jetzt zum Tragen. Er aimt schon. Und jetzt alles raus. Yo. Und 15.100 Hitpoints. Das ist mal satt. Da macht Spaß mit so einem Gerät. Der Flugzeugträger Kapitän macht jetzt auch mal langsam den Angriff hier. Leider nur ein Flugzeug und ein Torpedo. Aber der könnte ja auch schon ordentlich reichen. Und der sitzt auch, damit es nur noch knapp unter 9000 AP, und er macht das Ganze, bringt es nach Hause und macht sie weg. Jetzt heilt er sich nochmal und kriegt dementsprechend wieder ein bisschen was zurück. Jetzt kann er mal für den A-Cap gehen. Gegner ist gerade keiner zu sehen. Der eine ist ja auch schon ganz schön fleißig. Die Warspite hat schon auch 4 Versenkungen. Die New Mexico scheint sie noch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert zu haben. Warspite ist hier wieder offen. 20 Kilometer haben wir schon vorher gesehen. Er tastet sich an die Warspite auch auf die Distanz schon ordentlich ran. Oh, das gibt's ja nicht. Das ist alles so knapp mit der Warspite. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ja, wenigstens den A-Cap hat er gleich für sich und sein Team natürlich in Beschlag genommen. Da hat er schon den Cap. Noch 3 Sekunden, aber da wird ihn keiner mehr hindern. Und auch der C-Cap wird jetzt von seinem Team geholt. Also der Gegner mittlerweile wirklich da stark im Hintertreffen. So, jetzt aber langsam die Warspite in der Schlagdistanz, die ihm hier deutlich besser gefallen dürfte. Wenn er hier gleich rumkommt, sind wir unter 8 Kilometer dran. Da ist die Warspite. Und jetzt, Junge, mach sie weg! Ja, das war eine schöne Salve schon mal zur Begrüßung. Die Warspite jetzt auch auf ihn hier eingeaimt, aber die waren alle ganz schön schlecht. Und jetzt kann er da nochmal nachsetzen. Warspite dreht auch schon ein. Das
er hier nicht die Breitseite erwischt. Natürlich ist das aber auch eine Einladung für die Flugzeuge. Wasbite kommt jetzt rum, will jetzt dagegen pendeln, dass er auch mit den hinteren Türmen da aktiv werden kann. Und er lenkt natürlich direkt ein. Macht es genau richtig, aber trotzdem ein ordentlicher Treffer, den er da einstecken muss. Heilt sich sofort. Das ist der Moment, wo man auch mit dem Schlachtschiff wieder mal gerne in einem sitzen würde, das auch Torpedos zur Verfügung hat, weil dann fahrt man einfach seitlich ran. Zack, zack, weg damit und Tschüssikowski. Kann er in dem Fall hier nicht machen. Jetzt muss er auch seine hinteren Türme einmal komplett rumdrehen. Das ist natürlich ein Nachteil, den die Warspite so jetzt nicht hat. Die Warspite hat ihn jetzt hier zeitlich auf dem Präsentierteller. Will sogar für den Ramm gehen, so wie das hier aussieht. 4000 Damage, aber das lässt er nicht zu. Er pendelt jetzt nochmal gegen. Reduziert die Fahrt, weil die 30.000 Hitpoints hat er der Warspite jetzt nicht gegönnt. Sind mehr als nachvollziehbar. Und jetzt hinten die Türme hat er rum. Und weg damit. Nein. Ja. Sehr gut gemacht. Da ist er dem Rammschaden gut ausgewichen. Denn da hat er gesagt, ja, er hat auch geschrieben, nice try. Aber auf den Schachzug ist er nicht reingefallen. Und jetzt sehen wir nur noch 70 Tickets. Zur Verfügung stehen vom Gegner. Ich kann schon langsam aber sicher sagen, wir haben hier das Replay gesehen. Da wird nichts mehr vom Damage passieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich würde mal wieder interessieren, wie findet ihr denn aktuell die Schlachtschiffreihe der Japaner denn so im Spiel? Denn eine der ältesten Reihen und dementsprechend ja auch häufigst gespielten, ist sie nach wie vor so gut, ist sie nach wie vor erst schon leicht etwas schlecht. Eure Meinung interessiert mich. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Alcaramba.